This night requires songs on earth. Three words, a quiet afternoon. So ein Dreck. Schon der fünfte Ansitz hier. Hier ist so ein Gatter und da sind die Rehe drin. Und diesmal hat der Wind dann gedreht. Es war hier, ist hier an der Autobahn, ist auch irre laut. Da sieht man gleich die Autobahn. Und ja, hab hier gesessen an der Kante, weil da ist das Wetter und Scheiße. Wir sind eben gerade durchgehuscht, haben Wind von mir bekommen und das war's dann auch. Also mal wieder ein Satz mit X war nix. Jetzt ist gleich dunkel, das war's mit dem Jagen für heute. Das ist Jagd. Vielmals viel Gesitze. Herzlich willkommen bei Jackknife auf dem Kanal. Heute mal wieder ein kurzes Review. Hier seht ihr wieder was aus dem Einsatz. Ich habe diesmal das Südkreuz Yukon zum Aufbrechen benutzt. Ich habe eben ein starkes Kitz gestreckt. Hier ist im Gatter ist immer eine Ricke mit einem Kitz und das ist wegen des Verbisses. Die sollen rausgeschossen werden, weil die hier nicht aus dem Gatter rauskommen. Und da habe ich eben das Kitz gestreckt. Muss man manchmal auch machen, also Kitze schießen ist ein starkes Kitz, also da kann man schon Braten von machen, also von daher ist es nicht, es wird landet bei mir auf der, in der Tiefkühltruhe und ich dachte, ich kriege noch die Ricke dazu, aber dann war es zu dunkel, dann konnte ich nicht mehr schießen. Ja, ich habe das Südkreuz Yukon benutzt, das neue Messer, also eine Marke aus Russland. Ja, ich bin ziemlich begeistert. Das Coole an den Dingern ist, sie sind sehr klassisch gehalten. Ihr könnt hier sehen, es ist ein Maserbirkegriff mit Messing und schwarzen Linern dazwischen. Es ist hier im Dunkeln. Und dazu haben wir eine Klinge, so eine Clip-Point-Klinge. Mit einem Hohlschliff, der recht fein ausgeführt ist. Und dadurch hat dieses Messer hervorragende Schneideigenschaften für eine doch halbhoch nur geschliffene Klinge. Also in der Form ist immer der Hohlschliff eine ganz geile Sache für so ein Messer, weil damit holt man dann noch wieder, auf der einen Seite hat man Stabilität und auf der anderen Seite eine feine Schneidphase, also eine feine Schneide. Dennoch ist es sehr stabil. Wie stabil das ist, das könnt ihr euch beim
BFG angucken. Ich mache da mal einen Link unter beim Black Forest Ghost. Der hatte das auch schon im Test und war auch sehr begeistert von diesem Messer. Ich bin Jäger, ich hau keine Steine kaputt und zum Pflastersteine und so weiter möchte ich nicht damit bearbeiten. Ich weiß immer noch, das ist für mich ein Wertgegenstand. Also ich möchte den nicht mutwillig verhunzen. Ich finde sowas sind auch ist einfach was Schönes, wo ich mich dran erfreue. Da muss ich das nicht zwangsläufig verkratzen oder so. Ich habe auf jeden Fall sehr viel Freude an diesem Messer. Es funktioniert gut. Es hat hier, was haben wir, gute 13 cm Klingenlänge. Das ist schon so in Richtung eigentlich so ein Fjellniven S, also Siegfried 1 auf Classic. Und der Stahl ist Böhler N96. Ihr könnt ihn auch in K110 haben. Die Marke gibt es schon eine ganze Weile in Russland, aber bedingt durch die schwierigen Exportgeschichten war das immer etwas kritisch, russische Sachen aus dem herauszubekommen. Also gerade so Messer und so weiter, das war dann immer alles heikel und mit dem Export. Und nun hat das die Firma Parus Point übernommen und der Herr Hoffmann macht das und der hat eben auch viele russische Marken jetzt am Start und viele coole Sachen, wie eben auch hier die Owl Knives wird es in Zukunft auch über Parus Point zu beziehen geben hier in Deutschland, ohne diesen umständlichen Weg des Bestellens in Russland in russischer Sprache, weil das war etwas kompliziert, als ich damals mein North S von Owl Knives in Russland mit meinem Kumpel Michael bestellt habe. Ja, die Handlage ist einfach toll bei dem Ding. Da siehst du eben auch solche Messer hier mit diesem gänzlichen Griff. Das war einfach für den Norden, wenn es kalt ist, damit die Hand nicht auf Metall liegt, sondern auf warmem Holz. Fangriemenöse dabei. Wir haben hier, das ist sehr, sehr, sehr fein verarbeitet, das Messer. Ich meine, auf jeden Fall kann man nur sagen, dass das einfach eine sehr gelungene Kombo ist. Ich war recht scharf auf dieses Messer. Ich habe mich sehr bemüht, eigentlich schon eins zu bekommen. Ich war auch hatte eins im Netz gesehen und da bin ich mir auch nicht handelseinig geworden mit dem Herrn. Und dann ergab sich das jetzt mit Parus Point, dass ich da direkt welche beziehen konnte. Und das ist natürlich cool. Jetzt habe ich hier ein wunderbares Owl Knives Yukon und ich weiß nicht genau, wo man es einstufen soll. Ist das nun Jagdmesser? Es ist eher Allround-Messer, so Camp-Knife ein bisschen sein, vielleicht auch ein bisschen mehr Klinge. Ich mag gerne so diese Größe. Das ist einfach eine gute Größe. Wobei man denn eben bei geringerem Wild doch auch mit dieser Größe schon fast an der Grenze der Handlichkeit ist. Da werden Aber ich sag mir immer, wenn man aufbrechen kann und wenn man sein Handwerk versteht, dann kann man das auch mit größerem Gerät entsprechend umsetzen. Ja, was fällt mir hierzu noch ein? Ich habe jetzt hier, wartet mal eben, ich habe hier die Lederscheide, eine gut gemachte Lederscheide mit einem Dengler dran und einer. So, dass hier oben ist das extra seht ihr das? Dann kann die Dengleröse, dieser D-Ring, nicht runterrutschen. Man kann ihn dann mit ein bisschen Kraft nach unten ziehen, wenn man das Messer vielleicht am Gürtel tragen möchte. Aber eigentlich ist so gerade der Dengler wirklich die bequemste Trageweise für so ein Messer. Auf jeden Fall finde ich das sehr gut. Die Lederscheiden sind sehr gediegen gemacht, sind ordentlich verarbeitet. Hier ist allerdings eben, warte mal, der ist sogar, ja, hier ist mit einer Niet zusammengesetzt. Naja, man muss eben auch so sehen, die Firmen müssen eben zusehen, dass sie das auch halbwegs entsprechend der Möglichkeiten und des Wareneinsatzes eben auch ein bisschen effizient arbeiten. Und da kann man eben für so eine Standardlederscheide ist eben auch mal Niet eine gute Lösung, eine schnelle Lösung in der Herstellung und daher finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. So kann man, ich komme bloß nicht ganz mit dem Finger rein, aber innen drin ist da auch abgedeckt, sodass es keine Kratzer gibt. Ja, doch, ja, fühle ich gerade. So habt ihr den, ist das auch ordentlich gemacht und innen drin ist auch noch ein Kunststoff-Durchstechschutz und da liegt das Messer denn
Top drinne. Und da könnt ihr also mit diesem Kunststoff-Durchstechschutz braucht man auch wirklich keine Angst haben, dass man sich verletzt, sofern man mal hinfällt und dass das, dass man sich da irgendwie ins Bein jackelt. Ja, der Maserbirkengriff ist sehr angenehm und ich kann nur sagen, also es ist für mich eine ganz, ganz schöne Empfehlung. Jagdlich sowieso. Ich mag einfach diese Form, ist wunderschön, klassisch. Es macht Spaß, sowas in der Hand zu halten. Griff ist leicht, das Messer an sich ist leicht. Man hat also durch den Steckerlmesser haben ja generell schöne Haptik, weil sie nicht so grifflastig sind, sondern immer hier so gleich nach vorne kippen. Also das sieht man eben auch hier. Wow, seht ihr? Das, ich halte es am Guard und am Guard kippt es gleich nach vorne, weil der Griff einfach schön leicht ist. Dennoch ist es stabil genug. Also wie gesagt, in dem Video von Christian, dem Black Forest Ghost, könnt ihr einfach sehen, dass er auch selbst hinten mit einem Hammer drauf gehauen hatte. Mit einem Schwunhammer allerdings, aber selbst das hat dieser Griff auch gut verdaut. Und ja, kann man nicht meckern. Was gibt es noch zu erzählen? Ja, Klingenstärke ist so bei kurz unter 4 mm. Das ist auch sehr stabil. Bartonen kann es auch, also da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Also das ist ja einfach eine geile Kaufempfehlung. So, mal eben hier den Beckenknochen auslösen. Hier haben wir die Filets. Hier ist noch so ein Stück Lappen. Lungert der Köter schon wieder rum. Im Schlachthof machen die das, das habe ich mal gesehen, mit so einem, wie so ein Ringmesser. Da werden die Filets einfach so mit lang rausgeschnitten, einmal so lang gezogen. Das ist sehr interessant. Der Musculus psoas major. Man sagt, das wäre das, allgemein ist es das beste Stück Fleisch vom, allgemein von Tier. Ich selber bin da ein bisschen mehr so, ich bin mehr der Rumpsteak-Fan, also der obere Rücken, der Erector spinal nennt sich der Muskel. Da hat man ein bisschen durchwachsener, ist das Fleisch nicht so rein muskelig. So, jetzt trenne ich hier eben, ihr könnt hier euch mal hinterm Beckenknochen, ist auch so, da kann man wunderbar einfach hier rein, knack, und schon hat man das Becken raus. Das kommt jetzt, das wird abgekocht, dann kriegt mein Hund das. Er freut sich da immer drüber. Hier so noch mal eben ein bisschen wegschneiden. Die ist aber jetzt vergammelt hier. Draußen sitzen, draußen liegen ist nicht immer gut für Werkzeug. Die geht nicht gut. Aber die. Die Rippen noch einmal. Generell kann ich euch nur den Tipp geben, dass ihr mal mehr
einfach wild zum Beispiel, ja, mehr grillt. Also die meisten, unsere Omas, die haben immer echt auch wirklich was in der Gesellschaft verdorben. Unsere Omas haben nämlich immer wild nur, wie soll ich das sagen, im Ofen, trocken gegart im Ofen und eigentlich daraus was Schlechtes gemacht. Gerade zum Beispiel Rehwild ist sowieso schon ein sehr fettarmes Fleisch. Und wenn ich das dann noch in den Ofen gebe, da kommt nichts Gutes, ehrlich nichts Gutes bei raus. Und das haben sie aber immer gemacht, die Omas. Und daher haben wir dann, sind viele da auch verdorben worden geschmacklich und sagen dann immer, oh, hör mir auf mit Wild. Dabei ist das, wenn ihr so ein Stück in, schön kurz bratet, genau auf den Punkt gebraten. Da habt ihr richtig was Geiles. Da habt ihr ein wunderschönes Stück Fleisch. Und das ist wesentlich geiler, wenn man das kurz brät. Und dann mit einem schönen Rub und einer schönen Marinade. Also das Messer ist eigentlich, könnt ihr eben, die ganze Geschichte ist immer dadurch, dass man hier immer über Knochen schrabt, so mitten bei der Jagd, werden eigentlich die Messer immer sehr stark belastet, die schneiden. Also da sieht man dann immer, wie schnitthaltig ein Messer wirklich ist. Und das wirkt sich dann immer dahingehend aus. Dass man so, eben war der Akku alle. Ja, jetzt geht's weiter, wir wollen nochmal eben... Hier sind eigentlich kleinere Messer von Vorteil. Hier kann man den Knochen entlang laufen lassen. Einfach geht mit der Spitze hier rein und schneidet einfach entlang des Knochens. Und dann, zack, haben wir das schon komplett einmal gleich den Knochen mit einem, mit zwei Schnitten raus. Wie gesagt, liebe Schlachter, seht es mir nach, ich kann es bestimmt nicht so gut wie ihr. Und daher locker bleiben. Bei mir hängt auch immer noch ein bisschen mehr dran. Ich glaube, so ein Schlachter, da ist der Knochen glatt wie eine Glatze. So. Und schon haben wir hier einmal eine komplette Oberschale, den ganzen... Das ganze Gerät. Ah, so rum. Die Kniescheibe. Muss ich noch mal eben von der Patella lösen. Hier die Patellasehne. So. Und zack, Knochen raus. So mein das Fazit, also ganz ehrlich. Also ist natürlich mein Geschmack.
Wer es nicht mag, der sagt, was ist denn das für ein Kram mit den Holzgriffen? Aber ich mag die einfach gerne, sind durchaus sehr robuste, vernünftige Outdoor-Messer, die wirklich Hintergrund haben, die funktionieren, vernünftige Anschliffe, rattengeil. Ja, das wollte ich dazu sagen. Ihr kriegt hier bei allen diese wunderbare Lederscheide dazu. Und guckt mal bei Paros Point rein. Da werdet ihr eine Weile was zu stöbern haben, weil der hat echt eine tolle Auswahl. Bis denn, danke fürs Schauen.